Beyond Meat steht mittlerweile über 90% unter Allzeithoch und trotzdem bin ich keinesfalls optimistisch für die Aktie. Ich halte die Aktie trotzdem für keinesfalls kaufenswert. Fairerweise möchte ich direkt am Anfang dazu sagen, dass ich in der Vergangenheit auch in Videos durchaus bullish für Beyond Meat gewesen bin. Das möchte ich einfach dazu sagen, weil ich habe es jetzt mehrfach von Aktien-YouTubern, von Aktien-Influencern, wie man es halt auch immer nennen will, jetzt in den letzten Wochen gehört, dass sie gesagt haben, ja, sie sind ja schon länger kritisch für Tech-Aktien gewesen und für Wachstumsaktien, wo ich mir denke, nee, Leute, also man sieht ja noch in euren Videos da, die noch vor einem Jahr hochgeladen worden sind und ich kann mich ja noch daran erinnern, ihr seid keinesfalls kritisch gewesen, ihr wart absolut bullish, ihr wart absolut optimistisch. Da finde ich es dann so ein bisschen peinlich zu sagen, hier, ich habe es alles schon kommen sehen, obwohl das absolut nicht der Fall war. Also möchte ich bei mir direkt am Anfang dazu sagen, ich war in der Vergangenheit durchaus bullish für Beyond Meat Aktien, jetzt aber nicht mehr. Also ich halte wirklich nicht mehr so viel von der Aktie. Und wieso, das möchte ich euch heute in dem Video erklären. Zuerst werden wir einen ganz kurzen Blick auf den Chart werfen und danach werde ich die Gründe aufzeigen, warum ich von der Aktie einfach nicht mehr überzeugt bin. Weil da hat es für mich auch durchaus fundamental erhebliche Veränderungen gegeben. So, jetzt aber erstmal ein Blick auf den Chart. Die Aktie ist 2019 an die Börse gegangen. Irgendwie knapp über 10 Dollar waren das irgendwie, irgendwas zwischen 10 und 20 Dollar. Die ist wahnsinnig abgegangen. Es gab einen wahnsinnigen Hype. Die kam ganz schnell auf über 100, also vermehrfacht. Dann halt eben der Corona-Crash. Also Corona kam halt eben recht zeitnah nach dem Börsengang bis auf 50. Und danach hat Beyond Meat den Hype um Wachstumsaktien auch voll mitgenommen. Auf die 160 Euro, also da liefen ja alle Wachstumsaktien, also da lief ja alles, wo irgendwie, ich sag mal, eine coole Geschichte hintersteckt, wo man halt eben eine coole Story draus bilden konnte und Beyond Meat hatte halt eben auch voll von profitiert. Mittlerweile, gerade notiert die Aktie nur noch bei, nach den Quartalszahlen ist sie nochmal ordentlich abgestürzt, bei 13,80 Euro. Klar, die waren jetzt auch noch bei 12 Euro, aber wer jetzt bei 160 Euro gekauft hat, da spielt das eigentlich fast keine Rolle mehr, ob wir jetzt 13,80 Euro oder 12 Euro haben. Kursverlust auf jeden Fall von satt über 90%. Ziemlich heftig. Und jetzt möchte ich mal zu den Gründen kommen, wieso ich trotzdem Beyond Meat gerade absolut nicht kaufen würde, beziehungsweise wenn ich sie hätte, sie tendenziell sogar vielleicht eher verkaufen würde. Los geht's. Beyond Meat steht mittlerweile nur noch bei 13,56 Euro. Das ist rund 94% unter Allzeithoch. Das Allzeithoch war im Juli 2019 bei 212 Euro. Die Marktkapitalisierung liegt nur noch bei 875 Millionen. Cash hat Beyond Meat noch 390 Millionen und hier kommt schon die erste große Problematik, was mir wirklich als Aktionär Sorgen bereiten würde. In den ersten 9 Monaten, also in den ersten 3 Quartalen 2022, hatte Beyond Meat einen Cash-Burn von 343 Millionen. Wenn Beyond Meat also weiter Geld verbrennt in dem Tempo, wie sie es gerade machen, sind sie in gut 9 Monaten blank. Dann gibt es ja im Prinzip nur 2 Möglichkeiten. Entweder man leiht sich halt eben Geld durch Anleihen, die man ausgibt, oder man leiht sich Geld von der Bank. Ich glaube nur, das ist gerade alles nicht so einfach. Wir haben einfach nicht mehr dieses Niedrigzinsumfeld. Beyond Meat ist stark gefährdet, pleite zu gehen. Da werden sich alle sehr schwer damit tun, Beyond Meat Geld zu leihen und wenn dann nur zu exorbitant hohen Zinssätzen. Also das wird, glaube ich, nicht so lustig. Die zweite Möglichkeit ist eine Kapitalerhöhung. Das geht aber auch nicht mehr so einfach, weil die Marktkapitalisierung mit 875 Millionen dafür einfach sehr niedrig geworden ist. Als man noch eine Marktkapitalisierung von 6 Milliarden beispielsweise hatte, da war das gar kein Thema oder es wäre jetzt gar kein Thema, dann könnte man einfach sagen, Marktkapitalisierung 6 Milliarden, wir geben jetzt 7-8% neue Aktien aus und auf einen Schlag sind 400-500 Millionen neu da. Damit kommt man gut durch ein neues Verlustjahr. Doch bei gerade mal 875 Millionen Marktkapitalisierung, da müssen ja prozentual gesehen Aktien ohne Ende ausgegeben werden. Die Aktie wird immer weiter und weiter verwässert. Das kann nicht lange gut gehen. Das heißt, Beyond Meat muss es in naher Zukunft schaffen, wenn sie nicht pleite gehen wollen, ist einfach so, die Verluste drastisch zu reduzieren. Danach sieht es jedoch gerade überhaupt nicht aus. Beyond Meat hatte im Q3 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzrückgang von 22,5%, also nichts mehr Wachstumsunternehmen, 22,5% Umsatzwachstum, das ist schon mehr als dramatisch und sie scheinen auch überhaupt keine Preissetzungsmacht zu haben. Die Rohmarge ist von 21% auf minus 17,5% zurückgegangen, also es könnte eigentlich gar nicht viel schlimmer sein und ich frage mich, warum soll es jetzt in Zukunft besser werden? Denn meiner Meinung nach gibt es ja ein paar Dinge, die sich sehr negativ entwickelt haben. Zum Beispiel, dass meinem Empfinden nach das Premium-Image von Beyond Meat leider etwas verloren gegangen ist. Am Anfang hatten sie das definitiv.
Da war Bayern Miet der neue Shit, alle haben drüber geredet und das wollte auch irgendwie jeder haben. Also es galt so als cool und das ist, habe ich das Gefühl, etwas verloren gegangen. Das könnte zum Beispiel daran gelegen haben, dass Bayern Miet immer mehr und mehr in Discountern angeboten wurde. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, Premium-Produkte in Discountern anzubieten, ist halt fürs Image nicht besonders förderlich. Dann gab es viele Rabattaktionen. Rabattaktionen bei Premium-Produkten, bei Premium-Brands auch immer schwierig, weil dann hat man halt so das Gefühl, okay, das ist wirklich weniger wert. Und wenn das Premium-Image nach und nach immer weiter verschwindet, dann gibt es für die Kunden auch irgendwann keinen Grund mehr, dafür so viel zu bezahlen, weil Bayern Miet ist halt so mit am teuersten. Da gibt es deutlich günstigere Produkte, das kommt auch dazu. Es gibt immer mehr Konkurrenten, die auch gute Produkte auf den Markt gebracht haben. Am Anfang war Bayern Miet ja ein Vorreiter, doch mittlerweile gibt es halt einfach doch einige leckere Anbieter, die das halt einfach alles deutlich günstiger anbieten. Und so gesehen hat Bayern Miet einfach anscheinend keine Preismacht. Ich weiß nicht, wieso sich das in Zukunft ändern sollte. Problematisch ist auch, dass die ganzen großen Unternehmen gerade alle im Bereich Fleischersatzprodukte heftig am Investieren sind und da auch viel Besseres in Zukunft auf den Markt kommen wird und Bayern Miet einfach gar nicht die Finanzmöglichkeiten dazu hat, da gerade auch in demselben Maße zu forschen, wie das zum Beispiel eine Nestle machen kann. Deshalb fehlt mir einfach so ein bisschen der Glauben daran, dass sich die Situation von Bayern Miet in den nächsten Jahren zum Positiven hin wendet. Mein Fazit ist, dass auch wenn ich die Produkte von Bayern Miet sehr gerne mag, also ich esse wirklich sehr gerne Bayern Miet, sie es einfach nicht schaffen, aus diesen guten, leckeren Produkten auch ein gesundes Unternehmen zu formen. Das ist ihnen einfach nicht gelungen und für mich deutet auch gerade wenig darauf hin, dass es ihnen in den nächsten Jahren gelingen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern Miet komplett pleite geht und die Aktie auf Null geht, die ist durchaus gegeben und nicht besonders klein. Deshalb würde ich von der Aktie jetzt die Finger halten. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von Bayern Miet hältst, ob du da vielleicht bullischer bist als ich. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du abonnierst und die Glocke aktivierst und noch einen Daumen nach oben setzt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.